Hallo, hallo. So, jetzt warte ich, bis die Petra mit dazu kommt. Jetzt die Frage, wird es euch angezeigt? Okay, wir haben wahrscheinlich eine halbe Stunde Verzögerung hier. Petra, wenn du schon da bist, kannst du in die Kommentare schreiben, die liebe Technik, die macht dann manchmal doch, was sie selber will und nicht das, wie sie soll. Yes. Aber ich kann ihn nicht hinzufügen. Kannst du mal schauen, ob du eine Anfrage stellen kannst. Zeig mir an, ich habe keine Zuschauer. Sehr interessant. Sonst müssen wir es doch über StreamYard machen auf meinem Profil. Hörst du mich? Ja, hallo. Grüß dich, Petra. Oh mein Gott, die Hallo, liebe Technik. Simone. Ja, irgendwo druckt man immer umeinander und irgendwie kommt man dann doch hin. Sehr lustig. Cool. Ich habe dieses Video heute genannt, Körperprozess im Gespräch mit dir. Also wir waren letztes Wochenende, auch wenn es sich anfühlt wie vor einem Monat, im Körperprozess mit der Kalpana. Und ich wollte dich fragen, wie war das für dich? War das dein erster Körperprozess? Was hat es dich wählen lassen? Was hast du erlebt? So, erzähl einfach mal. Ja, also es war mein zweiter Körperkurs und eine ganz witzige Geschichte, wie ich da jetzt dazu gekommen bin. Aber mein Körper wollte unbedingt nach Wien fahren zu diesem Körperkurs. Auch wenn der Verstand immer irgendwie was anderes sagt. Und dieses Bewusstsein, ja, was der Körper wirklich haben möchte. Das ist nach meinem Körperkurs, also nach dem ersten Körperkurs, was ich gemacht habe, enorm gewachsen. Und es war so ein Riesengeschenk, also jetzt rückblickend, der erste Körperkurs, den was ich gemacht habe, was seither alles geschehen ist, was sich alles entwickelt hat an Bewusstsein, an, ja. Kannst du es konkreter sagen, was ist es? Weil oft reden wir, ja, es hat so viel verändert, aber oft, was genau ist anders geworden? Kannst du es benennen? Ich versuch's. ja, also diese Klarheit, wer ich bin und was für Fähigkeiten, dass ich auch mit meinem Körper habe. Also, früher ist der Verstand immer da gewesen, wenn ich irgendwas machen wollte und hat mir immer irgendwie gesagt, na, na, das kann man nicht machen und das geht nicht und das geht nicht. Und diese Verbindung, was da passiert ist, das ist einfach, der Verstand kommt dann immer nach. Das ist so, und mein Körper spürt schon die Leichtigkeit in vielen Dingen und sagt, yay, lass uns das machen. Und es ist einfach dieses Wissen oder die Klarheit, ich verlasse mich, ich kann mich voll und ganz einfach darauf verlassen, dass mein Körper weiß,
dieser Leichtigkeit zu folgen, das war für mich früher so ganz abstrakt, was das heißt. Und genau. Ja, also ich hoffe, das kann man jetzt irgendwie, genau. Und würdest du sagen, so ein Curl-Prozess, ne, was ist der Unterschied, wenn jetzt Leute Foundation machen und Curl-Prozess, so, ja, kannst du da was sagen? Im Foundation hast du ja auch schon die ersten vier Curl-Prozesse, aber ne, so, wenn man 3 Tage auf der Liege ist, bist du da an andere Geschichten drankommen als sonst, ne? Hast du da irgendwie. Ja, schon. Also ich liebe diese Körperprozesse, was schon im Foundation drinnen sind. Und den empfange ich immer wieder. Ja, und aber diese Körperprozesse und 3 Tage lang wirklich in diesem Empfangen zu sein, da braucht es keine Worte. Das ist echt so, wow. Also, und mir ist so viel wieder klar geworden und bewusst geworden, ja, wie sehr wir uns abschneiden vom Empfangen. Einfach indem man immer glaubt, was tun zu müssen, richtig sein zu müssen, was erfüllen zu müssen. Und dieser Stress, ja, schafft man das nicht. Ja. Das ist echt bei diesem zweiten Körperkurs, was ich jetzt gemacht habe, so. Wow, also es macht richtig auf, wenn ich jetzt drüber rede. Mein Körper so, ja, genau. Ja, was ich total spannend finde, ist, durch das, dass man eben, wie du sagst, diese 3 Tage empfängt. Und das ist wurscht, ob du 10 gebist, der auf der Liege liegt, oder auch der die Prozesse laufen lässt, du empfängst beides mal, ja. Und für mich ist oft so, als ob die Dinge, die man im Körper so tief vergraben hat und wirklich eingesperrt, eingeloggt oder wie sagt man da, wie eingeschlossen hat, die können anfangen, ne, da kommt man auch dran, ne, diese ganz uralten, verkrusteten Dinge können sich zeigen und verabschieden, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also dieses, wo du merkst, ja, alles läuft easy cheesy und da gibt es wie so Klick, eine Situation, ein Wort, ein Satz, eine Energie, die dir es außen liebt und du merkst, du bist ruckzuck wieder in der alten Geschichte und so, fuck, das, hä? Wieso ist das immer noch da? Und, ne? Und gerade in den Körperprozessen merke ich, boah, da kommst du an diese vergrabenen Dinge oft leichter dran, wo der Kopf sagt, ja, ist ja schon erledigt, aber ist es wirklich erledigt oder ist die Energie immer noch latent da? Die immer wieder diese alten Situationen anzieht und ne, das alte Bild, das man von sich hat, wieder zu präsentieren. Du sagst, Momente, Mann. Ne? Und im Körperkurs kommt, und das ist das, wie ich es erlebt habe, kommst du dran und kannst wirklich sagen, wow, möchte ich das weiterwählen oder kann sich das jetzt wirklich zur Gänze verabschieden hier, ja? Genau. Ja, ja, war so eine ganz intensive Erfahrung gemacht in diesen 3 Tagen. Eben so ganz, ganz alte Dinge, wo ich glaubt habe, ja, das ist gar nicht mehr präsent. Und es war ein Riesengeschenk. Und was ich nur sagen möchte, das ist einfach diese 3 Tage zu empfangen in einem Raum von Menschen, die was alle das Gleiche machen. Verschiedene Körperprozesse. Das ist wow, also in diesen 3 Tagen, also das ist einfach so, ja, ich sag wirklich wie ein Aufladen und also nicht nur aufladen, sondern das ist alles schwingt gemeinsam, ja. Und wenn jetzt irgendwo ein Körperprozess stattfindet und du empfängst den gar nicht jetzt, weil jemand bei dir den macht, aber du bist in dieser Energie drinnen und das macht einfach auch was. Also das ist so unglaublich. Ich nenne es aber Energiecocktail. Ne? Das ist eine, was das, ne? Sind immer zu zweit bis zur Arbeit oder manchmal auch zu dritt. Ne? Und das ist das eine, was du mit deinem Partner den Prozess, den du laufen lässt, aber das, was im ganzen Raum ist, und das ist eben das Geschenk an Körperkursen, dass dann noch viel mehr Leute sind und viel mehr verschiedene. Und ja, und deswegen kann man nicht sagen, jeder Körperprozess, ich habe ja schon einen gemacht, warum sollte ich noch einen machen? Da ist jedes Mal, wie gesagt, ein anderer Cocktail. Ne? Dein Körper fragt nach anderen Dingen. Die Welt ist eine andere, die Erde ist anders, die Gruppe ist anders, der Facilitator ist nicht mehr derselbe. Selbst wenn du beim selben Facilitator den zweiten Kurs machst, ist der nicht mehr derselbe. Ja, weil wir auch ständig alle 10 Sekunden neu wählen. Das heißt, ne, da ist immer alles in Bewegung und in Erneuerung. Und ja, und manche Leute auf Veränderungen sagen: Oh mein Gott, will ich nicht. Ja, aber Genau. ist das wirklich wahr? Oder wem gehört diese Ansicht, dass Veränderung etwas ist, was man vermeiden muss? Oder wenn du bist, wie genial findest du es, wenn sich ständig alles ändert, ja? Ja, oder dass dann was Schlimmes passiert, wenn man was verändert. Das ist auch so.
das kenne ich von mir. Und eins ist vielleicht auch nur ein Beitrag. Bevor ich damals meinen ersten Körperkurs gemacht habe, da habe ich gar nicht genau gewusst, was das ist. Ja, also ich habe es einfach gewählt und ich habe gedacht, ja, Körperkurs, das ist einfach eine zusätzliche Methode zu meinem ganzen Repertoire, was ich habe. Ja, da lernt man was und das macht man dann und das ist dann irgendwie so. Aber das ist einfach jenseits von alle Vorstellungen, was ich gehabt habe. Ja, also ich war so überrascht, dass es sowas gibt. Und danke, dass du es sagst. Für mich war das auch. Ich habe meinen ersten Körperkurs direkt nach Foundation, einen Monat später gemacht. Und ich wusste gar nicht, was es ist und dass ich da hingehen kann. Ne? So, meine Freundin hat immer gesagt: Ja, sie ist dann das Wochenende ist sie nicht da, da kann sie keinen Basiskurs machen, weil da ist sie in Stuttgart beim Körperkurs. Und die hat das so oft gesagt, und ich so: Was ist dieser Körperkurs? Kann ich da auch hingehen? Und dann sagt sie: Oh, ich weiß gar nicht, ich muss mal rausfinden. Ne? Wir haben das damals, das ist wirklich schon lange her, da war das nicht alles so präsent. So, also, wenn du dich jetzt fragst: Hey, Körperkurs, was ist das? Wie komme ich da hin? Energie ist geil, das möchte ich auch. Also, wie kommst du dahin? Barskurs, Foundation, und das ist egal, ob du den online gemacht hast oder live, den Foundation, dann kannst du direkt zum Körperkurs. Da muss keine Zeit dazwischen, du musst es nicht öfters machen. Na, wenn du einen Foundation-Kurs gemacht hast, kannst du zu einem Körperkurs. Und das ist etwas, was ich jetzt eben auch merke. Im letzten Jahr haben wir so viele Online-Foundations gegeben und ich glaube, die Körperprozesse kommen da manchmal so ein bisschen zu kurz. Man kann dieses Geschenk, was diese Körperprozesse sind, oft nicht so empfangen, als wenn du es wirklich mit einer anderen Person austauschst in einem Raum. Mit anderen, ja, mit anderen Körpern. So, ich merke so, oh, mein Körper lechzt nach mir. Und wie gesagt, viele von euch wissen schon, ich habe für mich selber die Challenge, ein Jahr lang jeden Monat einen dreitägigen Körperkurs zu empfangen. Und es ist wirklich manchmal so, wer bin ich jetzt? Cool, was ist jetzt möglich? Ne? So, was man im Alten nicht mehr festhalten muss, sondern erlaubt, sich auf diese Welle der Möglichkeiten zu begeben und sie zu surfen und zu reiten, ja. So. Cool. Also, Total wenn schön. ihr das Video jetzt sehen sagt, hey, ich hätte gerne mehr Informationen dazu. Es gibt total viele Körperprozess-Facilitäter. Im deutschsprachigen ist es die Maria, die Gitti und die Beate, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Habe ich hoffentlich keinen vergessen. Im August kommt der Mariano nach Österreich. Jasso ist immer wieder da. Also, ne, es gibt viele auch im deutschsprachigen Raum. Oder in Europa gibt es total viel und es wird mehr. Also, ja, schau einfach, wer Kurs trägt dir bei, wo hast du das Gefühl, so, oh, da zieht es mich hin. Und hab nicht immer die Schlussfolgerung, ach, das ist jetzt vor der Haustür, das ist der Richtige für mich. Geht wirklich in die Frage, wo ist die Energie, wo ist die Gruppe, was kreiert für mich die größere Zukunft? Ne? Und ich habe für mich gemerkt, mein Körper ist oft, ne, habe mich schon nach Ungarn fahren sehen. Ne? So, ich denke, so, jetzt fahre ich nach Ungarn, ich habe noch nicht mal das Geld, wie bezahle ich denn den Kurs? Aber das, mein Körper ganz klar, das ist der Kurs, da fahren wir jetzt hin. Okay, ne? Ich konnte nur zugucken, wie ich auf dem Weg zum Körperkurs bin. Ne? So dieses erlaubst du deinem Körper, dass er das Steuerbord übernimmt und sagt, hey, komm, das jetzt. Ne? Das ist genau das, wonach du fragst, damit dein Verstand zuhörst, jetzt ich habe das Geld nicht, ich habe die Zeit nicht, ist zu weit weg, bla bla bla. Was du nicht dem bla bla zuhörst, sondern einfach deinen Körper fragst, hey Body, möchtest du einen dreitägigen Körperkurs machen? Ja oder nein? Und wenn dann ja kommt, dann so, okay, Body, welcher und wo? Zeig's mir. So, Petra hat auch der Energie gefolgt, ne? Du hast eigentlich auch einen anderen geplant, also gesagt, oh, der ist es, ja. Ja, genau. Das ist eine witzige Geschichte. Und beim ersten Körperkurs war es auch so, also ich habe jetzt auch damals schon gar nicht nachgedacht. Ich habe ja da auch schon zwei Foundations gemacht und so und habe ja auch schon diese Körperprozesse empfangen, die was in Foundation sind. Und mein Körper war wirklich dann, ja, der hat das einfach so übernommen. Ich kann jetzt nicht sagen, also der hat mich einfach dorthin gebracht. Ja. Und ja, das Riesengeschenk, was ich drinnen sehe, das ist einfach diese Verbindung, wirklich diese absolute Verbindung zu deinem Körper. Und diese Weisheit, was der Körper in sich trägt, ja, das weiß ich von mir früher, die habe ich immer unterdrückt mit meinem Verstand. Da bist du sicher Und die Einzige. ja, total. Ich weiß, dass ich die Einzige bin. Und diese Körperprozesse, die schließen so viel auf, also einfach auch so viel an Bewusstsein und so viel an Gewahrsein und einfach auch so viel an Kreation,
Und ja, das ist was, das kann ich wirklich oft nicht in Worte fassen. Das ist einfach so eine Energie, die was sie zeigt, die ist neu. Und mit dieser neuen Energie kreiere ich. Ja, und das ist einfach so, wow, ja. Das Cool. so. Wow. Danke dir, Petra. Ne? So, ich Ich habe mich auch danke dir. gefreut, dich zu sehen und andere Körper wieder zu treffen und zu berühren und jetzt berührt zu werden und dieses Anerkennen von wow. Ne? So, manchmal denkt man, ja, der Körper ist irgendwie lästig, aber was, wenn du anfängst, seinen Körper zu empfangen und wirklich als Priorität in deinem Leben zu haben? Weil das ist dein Gefährt auf dieser Erde, das immer mit dir ist. Also, wie wär's, wenn da ein besserer Zugang ist und du wirklich zu dem kommst, was dein Körper möchte, nicht nur dem zuhörst, was dann im Kopf ist, was meistens nicht deins ist, ja? So, ja. Ich freue mich auf mehr. Danke für dieses Gespräch, Petra. Habt einen super schönen Sonntag. Wenn da Fragen sind, meldet euch gerne bei einem von uns. Ihr könnt dreitägige Körperkurse machen, aber es gibt auch Eintageskörperkurse mit vielen genialen Themen. Also, ja, welcher Beitrag können wir für die Bodies sein? Und, ne? Und für mich ist der Körper die kleine Erde zur großen Erde. Und was können wir, wenn wir gewillt sind, mehr diese kleine Erde zu empfangen, auch auf der großen Erde an Beitrag, sondern an neuen Möglichkeiten. So. Danke, Petra. Danke alle fürs Danke Zuschauen. Und dir. bis bald. Ciao. Bis bald. Schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss.